0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie, offene Themenrunde heute Nacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin ist die Brigitte heute Nacht. Und Brigitte ist 59. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, Brigitte. Um was geht's bei dir? Das Oberthema würde ich erstmal sagen, mein Bekannter hat sich geoutet, dass er pornosüchtig ist. Ich müsste dir jetzt zum Vorfeld... Dein Bekannter heißt dein Partner? Ja. Ja. Wie lange seid ihr denn zusammen, ihr beiden? Wir sind 2,5 Jahre zusammen. Und er hat sich geoutet, dass er pornosüchtig ist? Was, wie macht man das? Wie kommt das zustande? Ja, ich müsste dir im Vorfeld erstmal sagen, nach einem halben Jahr, als wir uns kennengelernt haben, er hat, bevor er mich kennengelernt hat, auch SMS-Kontakte zu anderen Frauen gehabt. Mhm. Und nach einem halben Jahr sind bei mir auf einmal, hat er aus Versehen irgendwelche SMS nicht an die andere Frau geschickt, sondern an mich. Die sind bei mir gelandet. Sehr, sehr ungeschickt. Ja. Das war natürlich... Mit welchem Inhalt? Was stand da drin? Das war natürlich der Inhalt, da hat er sich mit der Position und mit der... mit dem Leben meines Sohnes bei dieser Frau irgendwie so ein bisschen schön gemacht oder wie auch immer. Wie mit dem Leben deines Sohnes? Ja, mein Sohn, der lebt in Amerika und der hat da eine höhere Position und da hat er geschrieben, dass er ins Krankenhaus, wenn er aus dem Krankenhaus kommt, dass er da hinfährt und der Sohn alles bezahlt. Achso, da ging es in der SMS gar nicht um Schweinkram? Nein, da noch nicht. Und da habe ich ihn dann immer, im Nachhinein habe ich ihn immer darauf angesprochen, ob er Kontakte noch zu anderen Frauen hat und so weiter. Und das hat er immer verneint. Und das hast du ihm da zu der Zeit auch geglaubt? Bis ich ihm dann eines Tages mal gesagt habe, bei mir sind SMS auf meinem Handy angekommen, die hast du an jemand anders geschickt. Okay, das war ja im ersten Halbjahr. Das war im ersten Halbjahr, ja. Und dann kam hoffentlich mal ein bisschen Ruhe in eure Beziehung. Ja, und dann ging es eigentlich auch wieder, dann durch seine Krankheit war das so ein bisschen alles hin und her. Und letztes Jahr im August musste er zur Kur nach an die See rauf. Mhm. Und aufgrund dieser Telefongespräche, die wir da zwischendurch immer geführt haben, da... hat er sich so manches Mal immer widersprochen. Okay, so jetzt sag mir bitte, wie er sich, wie es zu diesem Outing, zu dieser Offenbarung kam, dass er pornosüchtig ist. Ja, und da habe ich, ich hatte ein zweites Handy, was er aber nicht wusste, weil mein anderes manches Mal kaputt war. Und da habe ich einfach nur, hallo, wie geht's dir, geschrieben, als er in der Kur war. Ja. Und daraufhin auf diese SMS, ach, du bist die und die, und da kamen dann Sexualvorstellungen, was machst du alles mit mir, was kannst du alles mit mir machen und sowas alles. Aha, okay. Somit sind wir ihm auf die Schliche gekommen, dass er auch noch anderen Kontakt zu Frauen hat. Per SMS. Alles, wie kam das denn? Eigentlich immer nur per SMS. Und ja, wie kam das mit dem Pornos jetzt raus? Ja, das hat er danach, wo er gemerkt hat, dass das meine Handynummer war. Ja. Da hat er dann gesagt, ja, er hätte sich was angetrunken, hätte sich eingetrunken und er wäre pornosüchtig und deshalb hätte er das nur gemacht. Ach so, das hat er dann da hat so er erklärt das, damit. Ja, im August hat er das dann zugegeben. Klingt ziemlich verwurstelt. Klingt auch so, als würde dass der Knabe nicht so ganz sauber ist, ne? Ich fühle mich manchmal ein bisschen verarscht. Ja, also wie ist denn nun, ihr habt doch wahrscheinlich hoffentlich dann auch Tacheles gesprochen. Hat er nun Kontakte zu Frauen oder hat er keine Kontakte zu Frauen? Nein, ich denke auch nicht, dass er so persönliche Kontakte hat, sondern dass er das eigentlich immer nur so per SMS Ach so. Also du glaubst, dass er persönlich dir nicht fremd geht, aber so geistig, aber wie? Ja, genau. Und das Schlimme ist ja, nach diesen SMS hat er ja den nächsten Tag ein Bild an diese Handynummer, an diese besagte Frau geschickt. Mhm.
Und ich wusste ja, ich war es ja nur. Ich habe das ja nun alles bekommen. Mhm. Und was war auf dem Bild drauf? Ein irrigiertes Glied. Seins? Ja. Oh. Und da kannst du dir ja vorstellen, dass ab da für mich beziehungsmäßig, ich war sowas von geschockt. Verstehe. So, da ist eine ganze Menge vorgefallen voriges Jahr. Ja. Und überhaupt vorher schon. Ja. Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge, was eure Beziehung betrifft zurzeit? Ja, also die seit Neujahr ist es total in der Hose, weil er jetzt auch Internet hat und hat sich aufgrund von Pornoseiten, die er runtergeladen hat oder Filme, die er sich hat runterladen wollen, hat er sich so ein Virus draufgeholt auf dem Computer, dass alles abgestürzt ist. Mhm. Kleine Sünden, wie sagt man, bestraft, ne? So. Ja, ich wollte jetzt nur mal einfach so mal, ich habe auch schon mit einer früheren Arbeitskollegin darüber gesprochen, weil ich kann das nicht immer alles so in mich reinfressen. Ich verstehe. Wohnt ihr beiden wohnt zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen. In meinen Wohnort gezogen. Ja, wie ist denn eure Sexualität? Das war am Anfang alles sehr gut und schön, aber von meiner Seite aus seit August kann ich nicht mehr. Mhm, Nach dem, was du da alles mitbekommen hast. Ich habe Berührungsängste. Mhm. Das heißt, eure Beziehung ist erheblich gestört. Dermaßen, ja. Wie steht er dazu? Wie äußert er sich? Ja, er möchte sich bessern und ich bekomme jetzt immer auch E-Mails von ihm, jetzt die letzten anderthalb Wochen. Ich stürze mich vor lauter Frust im Moment in Arbeit. Ich habe bei meinem Sohn eine Wohnung zu renovieren, das mache ich jetzt einfach. Weil ich nur irgendwie, Arbeit lenkt ja dann immer ab. Ne? Was empfindest du denn für diesen Mann? Ich kann im Moment nichts mehr empfinden. Also das heißt, die Sache ist so ernst, dass du unter Umständen sogar in Erwägung ziehst, dass die ganze Sache kaputt geht. Ja, so geht es mir im Moment. Mhm. Ich finde allerdings auch, Brigitte, an dem, was du erzählt hast, dass das ein erheblicher Vertrauensbruch bedeutet, aber wie, ja. Mit sich gebracht hat. Und man weiß ja nicht, was er noch alles so tut. Und ich meine, wenn man mal sich sowas anguckt, okay. Nein, ich habe auch gar nichts dagegen, wenn jemand sagt, ich gucke mir Pornofilme an. Mhm. Da habe ich eigentlich auch gar nichts gegen. Da bin ich eigentlich weltoffen. Aber jetzt nach dieser Sache, was er da im Internet auch wieder gemacht hat. Ja, was heißt denn, wenn er sagt, wenn er selbst sagt, ich bin pornosüchtig, was bedeutet das? Wie? Dass er, wenn er zu Hause ist, bei sich in der Wohnung, dass er wohl sich, jetzt seit er Internet hat, seit Mitte Dezember, dass er im Internet auf jeden Fall sich Pornoseiten da anguckt und also erstmal, Filme hat er angeblich auch, hat er gesagt. Ich weiß es nicht. Ja, also er konsumiert es ganz, ganz intensiv und ganz oft und ganz viel. Ja. Wenn er schon selbst von Sucht redet, ja, dann hat er jedenfalls wird danach es schon zu mir gesagt. Finde ich schwierig. Wie könnte man da das Vertrauen wiederherstellen? Ich kann es dir nicht sagen. Er müsste etwas tun. Es ist so viel in dem letzten halben Jahr passiert. Mhm. Ist er denn interessiert daran, dass sich eure Beziehung wieder normalisiert und einrenkt? Ja, denke ich. Was tut er denn dann dafür? Ja, er schreibt mir ständig E-Mails, dass er sich bessern will und nur das machen will, was ich sage. Aber das ist etwas, was man gar nicht vom Partner will. Also das ist etwas, was ich gar nicht will. Dass ich für ihn Entscheidungen treffe oder sage, du sollst das so und so machen. Also das will ich ja gar nicht. War das denn mal eigentlich am Anfang eine für dich schon große Liebe? Ja. Das schon. Ich muss sagen, ich bin seit 13 Jahren Witwe. Ja. Und ich muss sagen, ich habe mich vor 2,5 Jahren in ihn verknallt. Wie alt ist er eigentlich? 60. 60. Mhm. Ja, also ich glaube, er müsste einsehen, dass er da einiges angerichtet hat bei dir. Ja. Und vielleicht wäre es für dich das Allerbeste, wenn ihr einfach mal eine gewisse Zeit auf Distanz gehen würdet. Ja, deshalb, also von meiner Seite aus mache ich das eigentlich auch, um vielleicht erstmal selber zur Ruhe zu kommen. Ja, genau. Weil jetzt das Neujahr wieder mit dem Internet diese Aktion war, ne? Das heißt, dass du dich mal ein bisschen sammelst für dich selbst und vielleicht so nach noch ein, zwei Monaten, ich weiß keine Zeit zu nennen, aber ich sage jetzt mal ein, zwei Monate, vielleicht, dass du schon da automatisch dann klarer siehst, was du willst, ob die Sache vielleicht für dich wirklich erledigt ist
oder ob er wirklich so glaubwürdig auf dich zukommt, dann, dass du sagst, okay, ich versuche das nochmal und der Mann ist mir das wert. Ich glaube, die Distanz und eine Ruhephase zwischen euch beiden wäre das Klügste im Moment. Mhm. Aber du machst es ja intuitiv schon, wie du es gerade... Ja, weil ich denke, dass es für mich eigentlich am besten ist im Moment. Mhm. Dann würde ich auch erstmal so weiterverfahren, Brigitte. Wenn du das Gefühl so für dich hast, ist es letztendlich der beste Ratgeber, wenn die innere Stimme einem das so sagt. Ja, jedenfalls das Gefühl habe ich jedenfalls so, dass ich so fortfahren muss und... Genau, du kannst ihm ja so auch signalisieren, wenn ihm wirklich sehr viel daran gelegen ist, dann muss er sich schon ordentlich ins Zeug legen, um das glaubhaft dann auch wieder gut zu machen, was da schiefgelaufen ist. Ja? Ja, gut. Liebe Brigitte, alles Gute wünsche ich dir und euch. Ja, danke. Und weiterhin alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, unsere Mailadresse domian@wdr.de. Hier ist Svenja. Svenja ist 30. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Svenja. Ja, hallo. Bitte? Svenja, ne, ist der Name. Hallo? Nun ging das so flott los und ist er weg. Svenja, hallo, hallo? Svenja? Svenja, Svenja, Svenja. Jetzt höre ich überhaupt nichts mehr. Dann würde ich vorschlagen, wir trennen die Leitung mal und versuchen nochmal neu. Jan, 22, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Du hörst mich und du bleibst auch in der Leitung. Ja. Das ist schön. Hallo Jan, um was geht's bei dir? Und zwar geht es bei mir um meine Sexsucht. Deine Sexsucht. Genau. Halt mal den Hörer ein bisschen anders irgendwie, du klingst so verschwommen. So? Ja, vielleicht schon ein bisschen besser. Erzähl mal ein bisschen von dir. Ja, ich bin 22, muss aber dazu sagen, dass ich einen festen Partner habe, das heißt, ich bin homosexuell. Mhm. Vor ungefähr 3 Jahren fing das an, dass ich 50 Kilo abgenommen habe. Von auf was? Von 125 auf 75. Und dann fing das an, dass ich mir fremde Männer über das Internet gesucht habe. Hat das damit zu tun, dass du vorher irgendwie das Gefühl hattest, zu kurz gekommen zu sein? Nein, nicht wirklich. Also ich hatte Sex, jetzt aber nicht in den Maßen, wie ich Sex jetzt habe. Aber es fing richtig an, nachdem du kräftig abgenommen hattest? Nicht unbedingt. Es hat sich so eingestellt, sag ich mal. Ah ja, es ging so einher, Hand in Hand quasi. Genau, aber jetzt seit 3 Jahren ist es ziemlich schlimm. Das heißt, ich habe mindestens 5 Geschlechtspartner in der Woche. 5 Geschlechtspartner? Drin. Unterschiedliche? Genau. Auch immer wieder neue. Und ja. Kommst du auf eine irre Zahl von Geschlechtspartnern? Ja. Aufs Jahr bezogen oder auf ein paar Jahre bezogen? Fünf in der Woche, ist ja Wahnsinn. Ungefähr. Also. Wo lernst du die denn kennen? Übers Internet und über Teletext. Und immer nur einmal Sex mit denen? Genau. Immer geschützten Sex? Nein. Nein? Gar nicht. Wie bitte? Bist du bei Sinnen? Du hast so viel Sex mit Männern und schützt dich nicht? Du bist schwul? Ja. Du bist schwul, sagst du? Ich bin homosexuell, ja. Ja. Und was liest du Tag ein, Tag aus, überall? Wie man sich was wo holen kann, wie man sich schützen kann? Das weiß ich. Ich weiß auch, dass ich russisch Roulette spiele. Das ist mir zum Teil bewusst. Und du hast auch noch einen Freund, sagst du? Ich habe noch einen Freund, ja. Also einen festen Freund? Genau. Mit dem du auch Sex hast? Nein. Nein? Nein. Wie, was ist das denn für ein Freund? Ich liebe ihn vom Mensch her, wie er ist. Also es passt wirklich super. Ich liebe ihn über alles. Aber sofern es um Sex geht... Ich kann nicht. Ich kann mit dem keinen Sex haben. Wie lange bist du mit ihm zusammen? Ich bin mittlerweile 9 Monate mit ihm zusammen. Und er macht das so mit, dass die Beziehung sexlos läuft? Nein. Also ich befriedige ihn. Aber sofern er bei mir was machen möchte, sei es oral oder anal, kann ich nicht. Ich kriege noch nicht mal eine Erektion. Weiß er um dein anderes Leben? Nein. Nein, das auch nicht? Auch nicht. Das heißt, du belügst und betrügst nach Strich und Faden deinen Freund? Quasi schon. Allerdings schon, ja, finde ich auch.
Du gehst ein enormes gesundheitliches Risiko ein, was deine Person anbelangt. Nun gut, da du keinen Sex mit deinem Freund hast, läufst du wenigstens nicht Gefahr, dass du ihn auch noch mit in den Strudel reinziehst. Er möchte aber unbedingt. Warum schützt du dich nicht? Ich sag mir jedes Mal, bevor ich mich mit irgendjemandem treffen möchte, beziehungsweise will, dass ich, ja, nur mit Gummi. Mhm. Und kommt derjenige dann wirklich zu mir, dann ist das weg. Wie ist das weg? Ist das nicht weg? Das ist auf dem Kopf gelöst. Und die anderen Jungs machen das auch alle so mit? Nein. Ja, und wie geht das dann? Ich verführe sie quasi. Also, im Prinzip gibt es da schon Männer, die sagen, ich möchte mit Gummi, aber du machst das dann so geschickt, dass es letztendlich darauf hinausläuft, dass ihr dann doch ohne Gummi. Genau. Wie, es ist einfach aus dem Kopf weg. Das verstehe ich nicht. Das kann ich verstehen, wenn man also vielleicht irgendwie besoffen ist oder sowas. Aber ich kann das nicht immer und immer und immer und immer wieder verstehen. Doch, das ist ganz komisch. Wenn derjenige dann da ist und es läuft wirklich zum Sex, also es kommt zum Sex, macht es bei mir Klick und dann sag ich mir, auf gut Deutsch gesagt, scheiß auf das Gummi. Also dir ist deine Gesundheit egal? Nein. Doch, offensichtlich ja. Dir ist deine Gesundheit, ich sage es mal ganz plump, scheißegal. Und dir ist dein Leben auch scheißegal. Ich habe schon Angst vor HIV. Bitte? Ich habe schon Angst vor HIV. Ja, und vor Hepatitis C, vor Syphilis, vor vielen anderen auch schlimmen Krankheiten, die nicht unbedingt tödlich enden, aber äußerst unangenehm sind und schlimm sind. Hast du mit irgendjemandem mal so ganz offen geredet, so wie wir beide reden? Nein. Ich bin wirklich fassungslos über das, was du sagst, Jan. Da geht es jetzt gar nicht mehr um die Sex, oder dass du so viel Sex hast, das tritt jetzt fast schon in den Hintergrund. Das tritt, für mich ist in allererster Linie die Tatsache, dass du so leichtfertig mit deinem Leben und deiner Gesundheit spielst. Und natürlich auch Überträger sein kannst für andere Männer, die du dann schon auch mit reinziehen kannst, durchaus. Also die Verantwortung hört nicht bei deiner Person auf. Und ich kapiere das nicht, wie ein 22-jähriger Kerl sich so wegklicken kann, wie du es gerade beschrieben hast. Und immer und immer, immer wieder. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob es wirklich mir um Sex geht oder ob es wirklich nur das Gefühl ist von benutzt werden. Ja, das glaube ich auch. Das kann ja alles sein, dass da auch was, dass diese Sexgier anbelangt, dass das wirklich einen Suchtcharakter hat und viele verschiedene differenzierte Ursachen findet in dir. Aber über allem steht immer die Frage, warum schützt er sich nicht dabei? Warum wenigstens schützt er sich nicht dabei? Dann würden wir noch weiter über die Frage diskutieren, was steckt eigentlich hinter dieser Sexsucht? Das ist ja nur auch alles andere als normal. Das sind ja ganz viele Sachen, über die wir eigentlich reden müssen. Nämlich, warum musst du mit so vielen Menschen ständig Sex haben? Da ist aber auch ganz was nicht, ganz gravierend nicht in Ordnung. Finde ich, glaube ich. Du sagst ja selbst, du hast ja selbst das Wort Sucht gebraucht. Ich glaube auch, dass das eine Sucht ist. Eine Sucht hat immer Ursachen und ist vielfältig verstrickt in einer Psyche. Ja. Aber dieses Spielen mit deinem Leben und deiner Gesundheit. Ich denke, da geht es um Glück bei mir, weil ich letztes Jahr noch einen HIV-Test gemacht habe. Mhm. Im Mai war das? Nee, das war Anfang des Jahres. Das war zwischen Januar und März und da war ich auf negativ getestet worden. Ja. Hast du Glück gehabt? Ja. Und ich denke, ich weiß es nicht, ob ich vielleicht deshalb, ich meine, ich hatte Filme mir damals angeguckt und es ging um Baerbock. Und da, also sprich ungeschützten Verkehr. Ja. Und da habe ich
weiß nicht, ob ich es da für mich entdeckt habe. Ich meine, es muss damit was zu tun haben, weil wenn die wirklich dann zu mir kommen, denke ich, dass ich der Darsteller bin. Mhm. Ja, du sagst, es hat mit Glück zu tun. Ja, du hattest bisher Glück. Aber mit jedem Partner, jeder neue Partner kann dir das Unglück bringen. Ja, und deshalb habe ich jetzt auch Angst, einen neuen HIV-Test zu machen. Ja. Also, Jan, ich kann wirklich nur mit aller mir zur Verfügung stehenden Energie an dich appellieren, dass du zumindest als allererste Maßnahme dich schützt. Ja. Weil du dich schützt und auch andere schützt. Wie gesagt, du kannst auch immer Überträger sein für andere Menschen, ohne dass du es vielleicht im Moment weißt. Möchtest du diese Verantwortung irgendwann auf dich ziehen, dass du vielleicht andere Menschen, dass du für den Tod von anderen Menschen verantwortlich bist? Nein, gar nicht. So, aber genauso verhältst du dich im Moment. So, und das Zweite ist, dass ich dir dringend raten würde, und wir sind dir gerne behilflich, jetzt gleich im Hintergrund noch mit entsprechenden Adressen, dass du zu einer Sexualtherapie gehst. Du musst einem Therapeuten, möglichst einem schwulen Therapeuten, der sich auch in dieser Art der Sexualität gut auskennt, mhm, und mit dir arbeitet. Diesbezüglich war ich schon mal beim Urologen, ja, der mir zu diesem Thema gar nicht weiterhelfen konnte. Nein, natürlich nicht. Ein Urologe ist ja ein Arzt, das ist ja kein Psychologe. Das ist ja ein Arzt, der sich um urologische Probleme kümmert. Er sagte schon, dass man da therapeutisch was machen könnte, aber nicht unbedingt helfen würde. Ja, das würde ich nicht, das finde ich verantwortungslos, wenn ein Arzt so etwas so sagt. Hast du ihm die ganze Tragweite erklärt, wie du lebst? Ich hab ihm die Tragweite erklärt und ich hatte gefragt, ob es da nicht auch dann dagegen wenigstens dann Tabletten geben würde. Und er sagte, es würde Tabletten dagegen, es gibt auf jeden Fall dafür Tabletten. Die aber so, das sind irgendwelche, die benutzt man bei schlimmen Krankheiten. Ich meine, das wäre irgendwas mit Krebs gewesen. Mhm. Und die würden die Sexualität so abstufen, ja, dass man wirklich überhaupt keine Lust mehr drauf hat. Ja, das kann natürlich sein, dass es Tabletten sind, die Medikamente, die Potenz völlig platt legen. Das könnte man vielleicht für einen vorübergehenden Zeitraum mal angehen. Aber das ist ja nicht die Lösung des Problems bei dir. Die Lösung muss ja darin gefunden werden, warum tust du das und wie kannst du zu einer normalen und für dich auch zuträglichen Sexualität zurückfinden? Mhm. Sodass du auch mit einem Menschen, den du liebst, Sex haben kannst. Das kannst du jetzt nicht. Gar nicht. Gar nicht. Zudem, darauf sind wir jetzt gar nicht weiter gekommen, du natürlich auch in einem ständigen, finde ich, Gewissenskonflikt deinem Freund gegenüberstehst, weil er nicht weiß, was du tust. Du musst immer lügen. Ja. Das ist ja alles schrecklich. Du bist ein bisschen in einer Lebenssackgasse gelandet, wo du dringend raus musst. Ich meine, der Strick zieht sich immer mehr zu. Der zieht sich immer mehr zu und das ist mir schon klar. Also Jan, jetzt kriegst du erstmal im Hintergrund noch eine gute Beratung von meinem Psychologen in Sachen Sexualtherapie. Okay. Sowas dauert natürlich immer eine Weile, ehe sowas eingefädelt wird. Ich sag nochmal den dringenden Appell an dich, dass du ab sofort dich schützt. Ab sofort. Ja. Um dein Leben und das Leben anderer Menschen und die Gesundheit anderer Menschen zu schützen. Mein Gott, alle AIDS-Hilfen in Deutschland reden sich den Mund fusselig seit 10, 15, 20 Jahren, dass man mit diesem lächerlichen Stückchen Gummi schon eine ganze Menge erreichen kann. Und da gibt es immer wieder Schwule und auch junge Schwule, die das einfach so wegwischen. Bis du schwerst krank irgendwo im Krankenhaus liegst. So. Jan, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von meinem Psychologen, dem Peter, zurückgerufen und dann kriegst du eine ganze Menge Adressen an die Hand und dann musst du selbst handeln. Das ist natürlich dann dein Bier. Mehr können wir dir dann auch nicht weiterhelfen. Ich werde das auf jeden Fall machen. Ja, okay. Gut, dann bitte ich dich. Ich danke dir. Sehr gerne. Das ist das erste Mal, dass ich so offen sprechen konnte. Ja, und dann legst du auf und wir melden uns gleich bei dir zurück. Gut.
Tschüss. Ich wollte noch fragen, ob ich ein Autogramm von dir bekommen könnte. Auch sehr gerne. Dann gibst du bitte deine Adresse an den meinen Psychologen, an den Peter, weiter. Okay, super. Okay, tschüss. Danke dir. Tschüss. So, liebe Leute, morgen ist Thementag. Diese Woche gibt es nur ein Thema. Das machen wir oft, wenn wir wieder aus einer Pause zurückkommen, dass wir erstmal nur mit einem Thema in der Woche beginnen. Morgen heißt unser Thema Erlebnisse im Schwimmbad und der Sauna. Erlebnisse in Schwimmbad und Sauna. Und ich frage euch, was ist euch in einem Schwimmbad oder einer Sauna schon passiert? Schönes, erotisches, schreckliches oder auch bizarres. Erlebnisse in Schwimmbad und Sauna. Unser Thema morgen ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Wie immer sind die Leitungen geschaltet oder ihr mailt rund um die Uhr domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich jetzt zu Svenja. Hallo Svenja. Ja, hallo Domian. Du warst vorhin schon mal da, ne? Ja, ich bin irgendwie rausgeflogen. Und schwuppdiwupp warst du weg. Ganz genau. Ja, schön, dass du jetzt da bist. Ja. Das freut mich. Und um was geht's denn, Svenja? Ja, Hauptproblem, mein Mann ist schizophren. Seit ungefähr 3 Jahren, vermute ich. Ja. Ausgebrochen, vermute ich, durch den Tod seines Vaters. Und richtig, der Ausbruch kam, wo er dann halt fertig war mit Bauen. Hausbau. Ja. Wie zeigt sich diese Schizophrenie? Das ist ja so ein übliches Wort. Jemand ist schizophren. Die meisten Leute gebrauchen das schon mal, aber können sich vielleicht auch gar nichts vorstellen. Konnten die mir das auch nicht sagen. Also er war zweimal in der Psychiatrie gewesen. Und die haben halt gesagt, dass es eine schwere Psychose ist. Paranoid und eine soziale Anpassungsstörung. Sein Hausarzt hat die Berichte bekommen, den habe ich auch nochmal gefragt. Ja. Der knallte mir das Buch auf den Tisch. Schizophrenie sollte ich mir mal schön durchlesen. Ja. Was heißt paranoid? Paranoid, Paranoia, Wahnvorstellung, die hat er ja auch gehabt, ganz dolle. Mhm. Das ist immer so schubweise bei ihm halt, ne? Ja, ja. Mit, dass er halt Messer versteckt hat oder mich eines Nachts geweckt hat, nachts um 1 und hat gesagt, aufstehen, aufstehen, Polizei ist schon unterwegs. Dann dachte ich, er scherzt, guck aufs Telefon, ob er auch wirklich die Nummer gewählt hatte, war auch so. Mhm. Wollte schnell zurückrufen, die bremsen, aber da habe ich schon die Scheinwerfer gesehen. Die kamen auch. Mhm. Er hatte eine ganze Kanne Kaffee angestellt gehabt. Die Polizisten waren ziemlich sauer, weil er dann halt behauptet hat, ja, warum sie denn rauskommen mussten, ja. Wieso hat er denn keine Kaffee? Hat er? Eine ganze Kanne Kaffee hat er angestellt, hat ihnen auch noch einen Kaffee angeboten. Achso, hat er für die Polizisten gekocht? Genau. Ich hatte kurz vorher noch die 2 Messer auf dem Tisch liegen sehen, die habe ich schnell noch versteckt. Ich war selber geschockt, ich habe gar nichts mehr gesagt. Die waren halt stinkend sauer, weil da nichts gewesen ist. Er behauptete, 5 Leute würden ums Haus rennen, war aber nicht so. Mhm. Naja, dann sind die wieder gefahren, er wäre krank, er bräuchte einen Arzt. Oder mich des Öfteren beschuldigt, ich würde fremdgehen, dann war es auf einmal sein Bruder, dann war es ein guter Freund und ach, was weiß ich nicht alle. Dann hat er mir auf den Arm geschlagen, ganz, ganz dolle, weil er behauptet hatte, ich wäre fremdgegangen. Gott sei Dank waren die Kinder zu dem Zeitpunkt Schule und im Kindergarten gewesen. Wie viele Kinder habt ihr? 2 Stück. Wie alt? 14 und 7. Ja. Also du bist ständig konfrontiert mit einer diffusen, psychischen Verhaltensweise seinerseits. Nochmal bitte? Ich sag, du bist ständig konfrontiert mit einer ganz diffusen psychischen Verhaltensweise seinerseits. Richtig extrem. Manche Zeiten ging es auch ganz gut, dass ich dachte, Mensch, vielleicht ist er ja doch nicht. Mhm. Ja, und dann hat er halt seine Tabletten weg, bräuchte er nicht mehr, er wäre gesund, er wäre nicht krank, ist auch nicht mehr zum Arzt gegangen. Ich habe ihn darum gebeten, bitte geh zum Arzt hin, hat er mir keine Antwort drauf gegeben, auch wie des Öfteren. Dann habe ich noch kurz vorher gefragt, gehst du denn zum Arzt, weil ich ihn ja auch den Termin gemacht hatte? Nein, sagte er. Weil er sich seiner Krankheit nicht bewusst ist. Nein. Und er sich gut fühlt und das für unsinnig erachtet, da Medikamente einzunehmen. Ganz genau. Was natürlich bei einer Psychose fatal ist, ne? Ich glaube, man muss immer die Medikamente dann nehmen. Ja, natürlich. Risperdal und Metazapin muss er einnehmen, nimmt er ja nichts mehr. Null. Das sind schon starke Tabletten, aber wenn man nicht einsieht, dass man nicht krank ist, dann ist die Heilungschance gleich null. Wie ist es denn jetzt im Moment? Im Moment ist es auf jeden Fall so, ich bin ausgezogen, das kam auch durch Ärger, Stress, dass er mich wieder attackierte, körperlich und mit Worten. Und dann sagte er auf einmal, und ich will die Scheidung, ich so, ja, dann mach es doch, weil er es ja halt auch jedes Mal im Streit gesagt hat, ich will die Scheidung. Als Druckmittel, keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, dann tu es doch, dann mach es doch und keine leeren Worte. Die Scheidung steht jetzt fest für nächsten Monat, den 12. Februar. Ich bin ausgezogen in August.
Und die Kinder? Hat er komischerweise, was denn bitte? Die Kinder hast du mitgenommen? Die Kinder habe ich mitgenommen. Ja. Komischerweise hat er die Wohnung auch noch mit renoviert, war auf einmal super freundlich, super nett. Gut, der Druck des Hauses war auch noch mit dabei gewesen. Finanzieller Druck und so, auf jeden Fall. Wohnung super mit fertig gemacht, alles toll. Ja, und dann haben wir auch drüber uns unterhalten gehabt. Ihm ging es auch gut, komischerweise. So zwischenzeitlich habe ich schon mal gedacht, na, so ein Anflug, dass er komisch geguckt hat oder so. Oder gar nicht geantwortet hatte. Und dann ging es halt wieder. Naja, und der Urknall kam jetzt Silvester. Obwohl wir uns offen gelassen hatten, dass wir eventuell noch eine Chance für uns sehen und halt abwarten, was die Zeit mit sich bringt. Ja. Und was ist Silvester passiert? War es dann so heftig, dass er, ja, wir hatten da meine Schwester gefeiert, er hatte mitgefeiert, weil die Kinder das ganz gerne wollten. Ich war freundlich zu ihm, habe ihm sogar noch Raclette-Essen gereicht, das und das schmeckt ganz gut. Und dann fing er auf einmal an, auf mich rumzuhacken. Das fing eigentlich mit blöde Fotos an. Meine Schwester und ich waren beim Fotografen gewesen. So, ihre waren auf einmal super toll. Sie guckt natürlich, ich würde arrogant gucken. So fing das schon an. Und eine scheiß Widerfrau würde ihnen sowieso nicht mehr ins Haus kommen. Das hat alles so gesagt. Auf heiteren Himmel, ohne Grund. Auch vor den anderen Leuten? Ja. Da waren mehrere Gäste. Nee, da war meine Schwester nur und die Kinder. Ach so. Die Kinder sind dann aber irgendwann schlafen gegangen. Aber haben auch einen Teil mitbekommen. Eskaliert es dann regelrecht? Ja, also er brodelt förmlich über, ich muss es dann schlucken und ja, sobald ich dann was sage, dann knallt er es richtig, das geht gar nicht. Und an dem Silvesterabend ist es dann auch... Dann ist er, zum Schluss war es so schlimm, dass er mir eine Gurgel gegangen ist, mich gewürgt hat. Ach du je. Ich habe versucht, die Hände loszumachen und dabei mit meinen Fingernägeln habe ich ihn dann halt auch an Hand getroffen, das Blut lief ihn halt runter, meine Schwester noch dazwischen. Ja, und ganz erschreckend, er sagte dann halt zum Schluss noch, ich schmeiße dich über den Balkon und pisse wortwörtlich auf deine Leiche. Und das alles aus heiterem Himmel, ohne Grund. Ich denke, er gibt mir halt die Schuld, dass das Haus weg ist, wobei er ja auch mit, ne, 50-50. Waren bei dieser Attacke die Kinder auch anwesend? Da, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht, aber er hatte unten auch gegen den Balken geschlagen. Und zwischenzeitlich war das Kuriose, an der ganzen Sache richtig wütend und ausgeteilt ohne Ende und dann auf einmal mir mein Weinglas hingestellt, mir eine Zigarette angeboten, ach ja, frohes Neues. Und ach so, von heute, so von einer Sekunde auf die andere, mal so. Ja. Also ich glaube, das ist auch ein Zeichen dieser Erkrankung. Ja. Nicht? Dieser schnelle Wechsel. Dieser schnelle Wechsel, da konnte ich auch nicht mit umgehen. Ich war natürlich gekränkt, geknickt, habe nur knapp geantwortet und das war dann wieder ein Ausschlag. Gebenden Grund, ja, sie hat jetzt, macht jetzt hier alles kaputt, die ganze Feier. Das heißt, diese Erkrankung, diese Psychose, diese Schizophrenie, wie du es gerade genannt hast, hat eure Ehe und eure Beziehung, eure Liebe kaputt gemacht. Ja. Ist er denn jetzt wieder in ärztlicher Behandlung? Nein, der geht auch nicht. Und ich brauche das auch gar nicht mehr erwähnen. Ich habe selber damals mit seinem Psychologen gesprochen. Das heißt, man läuft auch Gefahr, dass er vielleicht auch irgendwas Schlimmes anstellt. Ja, da habe ich auch Angst vor. Also ich kann ihn mittlerweile nicht mehr einschätzen und viele andere, die ihn kennen, selbst sein Bruder auch nicht. Und da gibt es da nicht eine Überlegung, dass es vielleicht eine Zwangsanweisung in die Psychiatrie gibt? Das gibt es hier leider in Deutschland nicht. Da muss erst hammerhart was passieren. Also wenn er aus freien Stücken nicht geht, er kann ja unterschreiben, dann geht er wieder. Das heißt, wenn er weiter kontinuierlich seine Medikamente bekäme, wäre die Sache schon, wäre es gut. Und die müsste er dann auch zeitlebens nehmen, glaube ich, ne? Die müsste er auch zeitlebens nehmen. Und vorher war es ein ganz normaler, gesunder Mann? Ganz normaler, gesunder Mann. Wir sind super miteinander ausgekommen. Wie lange seid ihr vorher schon zusammen gewesen? Wir sind 14 Jahre verheiratet. 14 Jahre verheiratet. Da ist das natürlich für dich auch extrem hart. Auch, ja. Alles verändert sich. Diese Beziehung ist kaputt. Du musst in eine neue Wohnung ziehen. Für die Kinder ist es eine große Belastung und so weiter. Momentan auch eine sehr schlimme Pechsträhne. Mein Vater ist gestorben. Gut, er ist allerdings 2002 gestorben. Mein Bruder ist 2005 gestorben. Da hatte ich auch nicht wirklich Möglichkeit zu trauern gehabt, weil er dann da wieder zwischenkam. Wir müssen reden. Aber erstmal wollen wir ja deinen Bruder unter die Erde bringen und dann müssen wir reden. Ja. Hast du denn jetzt, du wohnst jetzt schon in der eigenen Wohnung? Seit August, ja. Ja. Hast du Angst, dass er dir da irgendwie mal auflauern könnte? Ein bisschen schon, ja. Wie ist der Kontakt im Moment? Siehst du ihn überhaupt? Gar nicht. Seit Silvester hat er sich nicht einmal wieder gemeldet. Ah ja.
Dazu kommt dann auch noch, dass er so dermaßen auf mein Selbstwertgefühl rauf rumgetrampelt hat. Bei mir wurde im April eine schwere Hüftdysplasie beidseitig festgestellt. Eine was? Eine schwere Hüftdysplasie. Das heißt, die ist beides eine Fehlstellung. Ja. Und die linke ist total kaputt, dass sie eine künstliche haben muss. Ach du je, in deinem Alter schon. Auch noch vor den Kopf gehauen, Silvester, ja, mach eine Ausbildung, sieh zu, dass du was machst. So hat er nie geredet. Das sind eigentlich meine Worte, die ich mir selber vorgeworfen habe. Aber vielleicht kannst du es ja immer und immer wieder entschuldigen, dass du sagst, er ist wirklich ein psychisch kranker Mensch, der weiß gar nicht, was er sagt. Und wenn er normal wäre, so wie früher, hätte er das auch nicht getan. Nee, das war nie sein Denken. Mhm. Nie. Mhm. Hast du denn das Gefühl, ich meine, so eine Krankheit zehrt ja auch immer an den Angehörigen und wie sie zehrt, dass du auch so angeschlagen bist, dass du vielleicht auch ein bisschen Hilfe brauchtest? Würde ich ganz gerne in Anspruch nehmen, ja, auf jeden Fall. Da würde ich dich nämlich ganz gerne beraten lassen von meinem Psychologen, was du tun könntest und wohin du gehen könntest. Ja. Denn das wird nicht spurlos an dir vorbeigegangen sein und die ganze Geschichte ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Nee. Die ist nicht abgeschlossen und latent ist sogar immer noch die Angst da, wie du gerade sagtest, wer weiß, was geschieht und was er machen könnte und steht da vor der Tür und so weiter und so weiter. Ganz genau. Mhm. Liebe Svenja, dann würde ich das wirklich so vorschlagen, dass du mit Peter jetzt noch eingehend redest, was du tun könntest. Und ich würde es dir auch wirklich wünschen und auch raten, das dann auch zu tun. Mhm. Alles Gute von Herzen, du legst auf und wir melden uns gleich bei dir. Klar, ich danke dir. Ich habe noch eine kurze Frage. Ja, gerne. Meine Schwester, die guckt dich fast regelmäßig. Ja. Und die hätte ganz gerne Autogramm. Ja, dann gibst du meinem Psychologen gleich die Adresse von deiner Schwester und schicken wir mal. Okay? Ich danke Alles Gute, dir. Tschüss. So, ihr Lieben, wen haben wir jetzt hier? Ja, ist die Marion. Marion ist 39. Guten Morgen, Marion. Hallo, Domian. Hallo, Marion. Dein Thema. Ich muss dazu sagen, bin total aufgeregt. Das macht nichts, das wird gleich vergehen. Ich sag's dir, nach ein paar Minuten ist das weg. Okay. Um was geht's denn? Ja, ich rufe an zu dem jungen Mann vorhin, den 22-jährigen Jan. Ja. Mhm. Dem ungeschützten Geschlechtsverkehr, sicher 5-mal in der Woche. Mhm. Und zwar rufe ich aus dem Grund an, ich bin HIV-positiv. Du bist HIV-positiv? Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ungeschützter Geschlechtsverkehr. Hm. Ganz klar rekonstruierbar, weil du dich nicht geschützt hast? Ja. Ist es passiert? Okay. Weil du dich nicht geschützt hast, ist es passiert? Richtig, ja. Wann ist das geschehen? Es war am 1. April, Aprilscherz 96. Ein Aprilscherz? Quasi. Was heißt das? Nee, man sagt doch, am 1. April macht man doch immer so Scherze. Achso, ich dachte, du hättest das bewusst gemacht damals. Bitte? Du hast es nicht bewusst gemacht. Nein. Es war zufällig der 1. April, das ist... Ja. War das eine Nachtgeschichte mit jemandem Fremden? Es war Urlaubsbekanntschaft. Mhm. Eine Urlaubsbekanntschaft, die ich aber schon ein Jahr vorher gekannt habe und auch damals ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte. Ja, aber und wie viel mehr insgesamt hast du mit dem geschlafen? 96. Ja. Also, nee, zwei, dreimal. Also, ja. Also, und unter anderem dann auch an dem 1. April. Ja. Mhm. Und das ist dann für dich ganz klar rekonstruierbar gewesen, das ist dieser Mann gewesen und durch den habe ich mich infiziert. Genau. Mhm. Wusste denn er, dass er HIV-positiv ist? Also im Nachhinein würde ich sagen, ja. Ja. Also weil wir hatten in dem Jahr, also zwischen 95 und 96, also als ich dann wieder kam, hatten wir noch Kontakt, telefoniert und Briefe geschrieben und so. Mhm. Und als ich dann von meinem Positivergebnis erfahren habe und ihn anrufen wollte, war er nicht mehr quasi auffindbar. Ach so. Hat da nicht mehr gearbeitet. Das heißt, es kann sein, dass dieser Mann im Bewusstsein dessen, dass er HIV-positiv ist, mit dir ungeschützt geschlafen hat. Ja. Das ist ja unfassbar. Das ist ja wirklich unfassbar. Du hast diesen Mann nie wieder gefunden, nie wieder gesehen? Nee. Hast du auch keine Anstrengungen unternommen? Nee. Also es war irgendwie, mein Leben lief dann, wie soll ich denn sagen? Es war, ich musste es dann erstmal für mich alles ordnen. Ja, natürlich. Das ist natürlich ein enormer Schock. Und ich habe es dann probiert, also noch über andere Bekannte, die wir im Jahr davor kennengelernt haben, über die, ob die noch Kontakt haben, aber die hatten dann auch keinen mehr. Und nach der nächsten Zeit habe ich dann einfach gesagt, okay, gut. Wie war das denn? Hatte er darauf bestanden, ohne Gummi, oder wolltest du auch ohne Gummi? Nee, ich wollte mit. Wir haben auch mit angefangen. Also Ach so. Wir hatten mit Gummi angefangen.
Und dann? Und dann habe ich dann gemerkt, der junge Mann hatte, also war gleich alt wie ich, 27 auch, aber der hatte Potenzprobleme. Und dann hat er das Gummi weggelassen. Achso, er hatte Potenzprobleme durch das Gummi? Ja. Mhm. Und ja, und dann konnte ich ihm aber nicht, also das lief ja dann, das war ja in Sekunden. Mhm. Und ich konnte ihm dann nicht sagen, also aber ohne nicht. Mhm. Das war quasi der eine Satz, den ich nicht gesagt habe, der dann mein komplettes Leben verändert hat. Wie kam es denn überhaupt, hast du dann mal einfach so einen HIV-Test gemacht? Nee, das Problem war, ich kam vom Urlaub zurück, ich bekam im Urlaub eine Sonnenallergie, eine ganz heftige Sonnenallergie. Mhm. Ging in Thailand war das. Mhm. Bin da auch in der Klinik gewesen und bekam da eine Spritze und auch Tabletten. Und als ich dann heimgeflogen bin von Thailand, bekam ich wie so Art, also wie Angina im Hals, Probleme mit dem Hals. Ja. Und dann samstags kam ich zu Hause an und bin dann abends zum Samstagsdienst oder Sonntagsdienst Arzt. Mhm. Weil ich dachte, der sagt dann einfach, okay, gut, die Tabletten halt weglassen. Mhm. Und der schaute mir dann in den Hals und seine ersten Worte, die er dann zu mir sagte, das wird, also so wie das aussieht, ist das wohl HIV. Ach, das kann man so mit einem Blick in den Hals sehen? Ja, also mein Hausarzt hat dann gesagt, nee, weil ich habe dann die Tabletten weggelassen. Mhm. Und am Montag war also im Hals von der Rötung nichts mehr zu sehen. Ich finde das aber auch eine krasse Äußerung, wenn ein Arzt in den Hals guckt und sagt, das ist wahrscheinlich HIV. Ja, es war eh. Ich kam an und der sagte dann, ja, Sie waren im Urlaub, sage ich, ja, 5 Wochen Thailand. Und der dann schon so, was macht man denn 5 Wochen in Thailand? Also schon so. Ach so, der war schon so voreingenommen. Total voreingenommen, also. Also eine sehr, sehr unsensible und letztendlich unverschämte Art und Weise, mit dir umzugehen. Ja. Ja. Aber daraufhin hast du dann einen Test machen lassen? Ja, genau. Weil du dann schon beängstigt und besorgt warst? Ja, verständlicherweise, wäre ich auch. Klar. Mhm. Klar. Da in dem Moment hast du aber wahrscheinlich noch gar nicht damit gerechnet, ne? Nee, absolut nicht. Also das war im April, im August habe ich dann den Test machen lassen und für mich war ganz klar, nee, also ich habe es bei meinem Hausarzt dann machen lassen, war klar, ich gehe da hin und der sagt, nee, ist nix. Mhm. Aber, ja. Aber der sagte dann, ist doch. Boah, da muss man ja wahrscheinlich erstmal, das ist doch wahrscheinlich ein Schuss ins Herz, ne? Ja, in dem ersten Moment. Ja, also ich saß da, also und da bekam das Sprichwort, mir zieht den Boden unter den Füßen weg. Mhm. Also das war genau sprichwörtlich, genau so. So, nun sind viele Jahre ins Land gestrichen seitdem. Ja. Wie geht es dir heute? Also ich arbeite nicht mehr seit 6 Jahren. Ich bin berindet. Mhm. Körperlich geht es mir so eigentlich nicht schlecht. Also da gibt es sicher etliche Personen, denen geht es schlechter. Ich schlafe enorm viel. Ist die Krankheit ausgebrochen? Nee. Du nimmst wahrscheinlich Medikamente? Aber jetzt erst wieder seit November. Ja, und das sind ziemlich krasse Medikamente, ne? Ja. Die muss man genau einnehmen nach einer bestimmten Zeit und Regel. Genau. Haben Nebenwirkungen und so weiter. Ja, also die ich jetzt nehme, muss ich sagen, also die haben, also ich nehme jetzt zum vierten Mal habe ich jetzt angefangen mit der Therapie. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich sagen muss, ich habe keine Nebenwirkungen. Also das ist optimal eigentlich. Aber du sagtest gerade, dass du berentet bist. Bist du aufgrund der HIV-Infektion berentet? Ja. Warum? Wenn die Krankheit noch nicht ausgebrochen ist. Es war so, ich habe mit 20 angefangen zu arbeiten in einem Büro und habe da gearbeitet, eben bis 34. Und ich war nie krank. Mhm. Und dann im letzten Jahr, als ich noch gearbeitet habe, oder im letzten halben Jahr, war es dann so extrem, ich war ein paar Wochen krank. Ach so, du hattest alle möglichen Erkrankungen. Ja, ich hatte eine Bronchitis, die nicht mehr wegging. Ah, ich also. Hatte normale Grippe, ich hatte eine Nasennebenhöhlengeschichte. Weil das Immunsystem eben sehr angeschlagen ist und mit anderen Dingen zu tun hat. Ja. Und dann war mir ganz klar, dass irgendwann wird mein Chef dann auf mich zukommen und mich fragen, was denn los ist. Mhm. Und da, konnte ich eben irgendwie nicht anders, als zu sagen, okay, gut, dann muss ich aufhören zu arbeiten. Hat er dir das nahegelegt? Nee, aber ich muss dazu sagen, im Prinzip, ich könnte da nicht mehr arbeiten. Weil 2 Tage später war dann im Büro, habe ich dann vom Geschäftskollegen mitgekriegt, die absolute Hölle. Seine Frau
hat absolutes Theater gemacht. Also ich bin die einzigste Frau, die da gearbeitet hat in dem Büro. Und plötzlich war das ein Thema, dass ich ja jeden Monat meine Tage habe und ich könnte ja alle im Büro angesteckt haben. Und also es war... Das ist wirklich sehr schlimm zu hören. Nach all diesen Jahren der Aufklärung, dass immer noch so hysterische Reaktionen entstehen bei den Leuten. Ja. Dass man sich eben nicht so leicht ansteckt. Mhm. Dass man auch guten Gewissens aus einem Glas trinken kann von einem HIV-Positiven. Und solange keine Körperflüssigkeiten in Kontakt kommen mit Blut und so weiter, ist das alles okay. Kann man ganz normal mit jemandem leben, der HIV-positiv ist. Absolut, absolut. Ich denke auch irgendwie, es ist... ich sage immer, in Deutschland, da stirbt man nicht den medizinischen Tod an der Krankheit, sondern eher den gesellschaftlichen. Also die medizinische Entwicklung ist ja mittlerweile Gott sei Dank so weit, dass dass man gute Medikamente und sehr teure Medikamente bekommt, sodass man den Tod also sehr, sehr herausschieben kann oder sogar bekämpfen kann oder besiegt hat, will ich nicht sagen, aber es ist nicht so schlimm wie mehr vor 15 Jahren oder so. Richtig. Wo die meisten dann relativ schnell verstorben sind. Ja. Aber das Gesellschaftliche, ich meine, da spielt ja vieles mit rein, ne? Wenn Menschen mitkriegen, du gehst nicht mehr arbeiten, du gehst nicht mehr arbeiten, du bist doch noch jung und siehst gesund aus. Und, ja, ja. Und es geht ja, es sind so viele, sage ich mal, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten nur, aber. Ja, und vor allen Dingen, es gibt gesellschaftlich anerkannte Erkrankungen und es gibt Erkrankungen, die einfach gesellschaftlich tabu sind und das ist in diesem Fall immer noch so. Lebst du in einer Beziehung? Nee. Du lebst nicht in einer Beziehung? Nee. Was geht denn in dir vor, wenn du so jemanden wie Jan gerade gehört hast? Der vielleicht nochmal als Erklärung für Leute, die gerade nicht dabei waren. Jan, 22, war gerade hier bei mir, hat in der Woche 5 verschiedene Geschlechtspartner. Immer. Und wenn man das aufs Jahr hochrechnet, ich weiß gar nicht, was für eine Zahl da rauskommt. Und er hat immer ungeschützten Geschlechtsverkehr. Immer. Was geht in dir vor, wenn du das hörst? Also es macht mich rasend. Wenn ich sowas höre, macht mich rasend. Mhm. Ja, mich auch. Deswegen dachte ich auch, ich greife gleich zum Telefon und probiere, ob ich durchkomme, weil ich möchte dem jungen Mann einfach nur sagen, wenn er bisher Glück hatte, ist super. Super, schön, freut mich dann für ihn. Aber wenn mal nicht mehr und vor allem dann, wenn er es erfährt, wie viel hat er dann bis dahin vielleicht schon angesteckt? So. Und das denke ich mir, also das wäre für mich etwas, also ich weiß, was ich gemacht habe und es war ein Fehler und damit muss ich leben. Mhm. Aber ich könnte nicht damit leben, wenn ich wüsste, ich hätte jemanden damit angesteckt. Mhm. Damit könnte ich nicht leben. Das macht das Ganze noch viel, viel, viel dramatischer. Ja. Obgleich du, dein Leben hat sich ja auch völlig verändert und das ist nicht das Leben, was du eigentlich leben wolltest. Nee, sicher nicht. Wirklich nicht, ja. Und das ist einfach nur dem jungen Mann das bewusst zu machen, was das dann heißt. Also, ja. Ich glaube, ich hoffe sehr, dass das Gespräch vorhin ihn ein bisschen aufgerüttelt hat und auch nochmal das Gespräch mit meinem Psychologen, dass er dass er wach wird. Dass er das, ich glaube, der hat das noch gar nicht richtig bedacht, worüber ich auch fassungslos bin, dass man das nicht bedenkt. Aber nun gut, es gibt alles und offensichtlich war das bei ihm der Fall. Ja. Marion, ich danke für deine Rückmeldung und deinen Anruf und wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute, gute Gesundheit und dass alles so im Lot bleibt, so gut wie es irgend möglich ist. Okay, danke. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, ihr Lieben, Erlebnisse in Schwimmbad und Sauna. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was ihr in einem Schwimmbad oder einer Sauna schon alles erlebt habt. Schönes, erotisches, schreckliches, trauriges, bizarres. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr. Wie immer sind die Leitungen hier geschaltet und die Kollegen sitzen an den Telefonen. Oder ihr meldet euch während der Sendung ab 1 Uhr dann oder rund um die Uhr über Mail domian@wdr.de. Peter ist hier. Peter ist 40. Guten Morgen. Hallo Peter. Ja, hallo. Hallo Peter. Weswegen rufst du mich an? Guten Morgen, Jürgen. Ja, ich möchte mich mal erst ganz recht herzlich bei dir bedanken. Weil, es geht um meine Frau Heike. Wir hatten kurz vor Weihnachten, hatte ich dich mal angerufen, weil ich nicht mehr weiter wusste, was die Schmerzen ihrer Krankheit betroffen hatte. Ja, sagst du mal ein paar Sätze zu dem Fall? Ja, meine Frau ist, da komme ich gleich zu der Zeit aufgrund ihrer Krebserkrankung unter Schmerzen litt sie und ich wusste nicht mehr weiter und du hast mir dann den Tipp gegeben, der palliativen Schmerztherapie. War das der Fall,
mit den Kindern und. Wo du erzählt hast, dass deine Frau nur an einem Schreibtisch sitzen kann, an einem Schreibtischstuhl? In einem Bürostuhl hat sie wochenlang verbracht. Sie ist dann gestern, beziehungsweise ist der Manager schon vorgestern um 10.58 Uhr von uns gegangen, in Ruhe und Frieden und liegend im Bett. Ach, sie ist gestern gestorben? Liegend im Bett, ja, ist sie. Mhm. Deswegen möchte ich mich für die Tipps, die du mir geben konntest und auch die Psychologen, die mich da betreut haben von deiner Seite her. Ja, zunächst einmal mein Beileid. Danke, Jürgen, danke. Mein aufrichtiges Beileid. Ja, danke. Aber sie hat es geschafft, sie hat keine Schmerzen mehr gehabt. Keine Schmerzen mehr gehabt und ich war auch dabei, ich habe ihre Hand gehalten. Sie ist in Ruhe und Frieden von uns gegangen. Ja. Ich erinnere mich sehr gut an das Gespräch und weiß auch, dass wir darüber gesprochen haben, dass sie palliativmedizinisch versorgt werden muss, damit sie wirklich keine Schmerzen zumindest mehr hat. Ja, das war Neuland, Jürgen, absolutes Neuland. Du hast mir dann den entscheidenden Tipp gegeben und dann habe ich mich intensiv drum gekümmert. Und dann ist das gelungen? Dann ist das gelungen, dass sie nach mehreren Versuchen, was jetzt Medikamente betrifft, Dosierung und alles, was damit zu tun hat. Das ist dann gelungen, sie wirklich schmerzfrei zu kriegen und auch wieder ins Bett zu legen. Ich freue mich sehr darüber, dass das so gelaufen ist. Ja, gleichzeitig bin ich aber auch empört darüber, dass die euch behandelnden Ärzte das nicht arrangiert haben. Das muss zu dem Wissen eines jeden Mediziners gehören, so wie es mittlerweile schon viele Laien wissen, dass man Menschen, die so schwer krank sind, palliativmedizinisch versorgen kann, dass sie nicht leiden müssen. Guck mal, ich habe von deiner Seite her dann Adressen bekommen, die hier weit von uns in dem Umkreis, wo wir wohnen, weg waren. Mhm. Ne? Mhm. Aber dadurch, das war der Anstoß, den wir brauchten, um darauf reagieren zu können. Mhm. Weil das gibt es bei uns hier vor Ort mittlerweile auch schon. Mhm. Da gibt es sogar eine sehr gute Station. Ja. Da hat euer Sender sogar schon letztens drüber berichtet. Ja, ja. Ja. Und es ist dann gelungen, meine Frau so weit dahin zu führen, dass sie keine Schmerzen mehr hatte. Keine Schmerzen und absolut. Ich habe dieses Bild, das war so erschütternd für mich, dass deine Frau nur in diesem Stuhl sitzen kann und nicht mehr liegen kann vor Schmerzen und den ganzen Tag, die ganze Nacht da sitzt mit ihrer schweren Krebserkrankung. Das fand ich so erschütternd. Sie war dann halt wieder in medizinischer Betreuung, sprich Krankenhausaufenthalt. Mhm. Ist sie darauf eingestellt worden und es waren Besucher da, die sie jahrelang nicht gesehen hatten. Mhm. Die sind erschreckend wieder rausgegangen. Mhm. Erschreckend wieder rausgegangen. Also das ist diese Erkrankung, die es ja nun mal leider gibt, also das ist der körperliche Zerfall eines Menschen. Sie hatte Krebs. Ja. Wie lange hatte sie den Krebs schon? Ja, wie lange wissen wir nicht. Den ersten Befund, der dann gleich das Todesurteil beinhaltet, der ist am 28. oder 29. März letzten Jahres Was ja gar nicht so lange her ist. Ja, das ging und ab dem Tag sagte meine Frau, die konnte überhaupt nicht nach Hause kommen. Was für ein Krebs war das? Darmkrebs. Darmkrebs Stufe 4. Ja. Mhm. Ja, Endstadium. Mhm. Also sie konnte erstmal nicht nach Hause kommen, wollte das der Familie so nicht mitteilen, den Kindern und so. Wir haben uns dann außerhalb getroffen und hat sie, Schatz, das Leben und so hat sie geredet. Das ist jetzt schlagartig vorbei. Sie ist gestern. Seit diesem Befund und der Operation, die im April dann letzten Jahres, 25. oder 26. April letzten Jahres war das, da hat sie vielleicht noch 4 Wochen, die lebenswert waren. Mhm. Weil nach der OP eine gewisse Zeit, dann wurde Chemo gemacht, das schlug dann im Spätsommer an. Ja. Da hat sie wieder auf dem Tisch getanzt. Ja. Da haben wir alle gedacht, mein Gott, das ist ja nochmal gut gegangen. Mhm. Und dann kam der Rückschlag, und dann kam dieses Leiden und kurz vor Weihnachten wusste ich nicht mehr weiter. Ich denke, da rufst du mal Jürgen Domian an. Ne? Mhm. Ja. Jetzt ist deine Frau gestern verstorben. Gestern verstorben, ja. Sie ist zu Hause verstorben. Ja, ja. Ist sie friedlich verstorben? Ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. War sie bei Bewusstsein bis zum Schluss? Nein, gar nicht mehr. Sie war in den letzten Tagen überhaupt nicht mehr. Sie hat nichts mehr wahrgenommen. Das Einzige, also, sie hat sich nicht vollgenässt. Sie hat da ein paar Stunden vorher noch gesagt, sie müsste mal noch mal immer auf zur Toilette aus, sag ich mal so. Ihr habt Kinder.
Ja. Wie alt sind die? Ja, älteste ist 21 und die jüngste 6. Und dann im Abstand so immer so zwischen 2 und 3 Jahren. Wie viele Kinder insgesamt? 8. 7 leben davon noch so zu Hause. So waren es, waren 8 Kinder. Waren die meisten Kinder dabei, als sie gestorben ist? Nein, da waren die alle in der Schule oder außerhalb. Aber du warst da? Ich war da und meine Schwiegermutter war da und 2 Hunde. Wie ist denn, ich meine, das ist jetzt so frisch, dass auch wenn man das erwartet hat, steht man unter Schock. Ja, sagen wir so, der Schock, der hat sich langsam gelöst. Ne? Jetzt, siehst du es so, dass es trotz aller Trauer und Traurigkeit eine Erlösung die Trauer, war? Die Trauer kommt noch, die Trauer kommt noch. Das glaube ich auch, ja. Die Trauer kommt, wenn der Alltag einsetzt und dann kommt die Trauer. Aber dennoch siehst du es auch als eine Erlösung für deine Frau? Alle sehen das so. Alle, selbst das jüngste Kind. Wir haben das jetzt 9 Monate mitgemacht. Und wie ist denn die Stimmung im Moment in der Familie? Ja, jedes Kind oder jeder Beteiligte hat andere Charaktere sowieso. Und das jeder ist anders schwer anzuschätzen. Ja, ne? Das heißt, jetzt steht die Beisetzung bevor. Richtig, ja. Was auch nochmal ein wichtiger Tag ist für euch alle, auch um das nochmal zu begreifen. Ein schlimmer Tag. Wisst ihr schon, wann das sein wird? Ja, Freitag. Am Freitag. Freitag, 11.30 Uhr. Sagen wir so, was die Kinder betrifft, ist Vorsorge getreten. Es gibt Betreuung von Institutionen ich hoffe, ich mache alles richtig. Sagen wir so, im Theoretischen, wie hinter die Praxis aussieht, das wird der Alltag zeigen. Also Peter, ich freue mich, dass du mich nochmal angerufen hast. Wenngleich es auch jetzt eine sehr traurige Nachricht war, aber es war ja auch noch etwas Gutes in der Nachricht, nämlich dass etwas Gutes aus unserem Gespräch hervorgegangen ist. Ich wollte mich bedanken, deswegen hatte ich die Mail geschickt ans Team. Ja. Lieber Peter, die Sendung ist jetzt gleich rum. Möchtest du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen? Ja, meinetwegen. Okay, dann legst du auf, wir melden uns nochmal bei dir. Mach's gut, okay. Tschüss. Ja, gute Nacht.